So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, wir sind jetzt hier endlich raus, beziehungsweise fast sind wir draußen, denn die hohen Mauern sind ja noch da. Aber natürlich kriegen wir die auch noch hin. Und Dr. Marcel ist jetzt auf einmal wieder da, ist zurückgekommen von was weiß ich, was er gemacht hat. Und ja, ich war schon kurz aus Versehen, war ich schon hier in der Garage drin, hab's auch aufgenommen. Aber lieber irgendwie scheiße, haben wir es gelassen, es hat nicht so viel passiert. Ich habe es einfach nur halt kurz das Starterkabel und den Schraubenschlüssel halt genommen, aber sonst ist jetzt nichts großartig passiert. Und wir kommen auch hier nichts rein und hier gibt es auch sonst nichts, was man machen kann. Würde ich jetzt einfach sagen, ob mir jetzt überlegt gerade, ob ich hier hingehe oder hier hingehe. Ich gehe jetzt einfach mal zur Limousine. Obwohl, wir können ja vielleicht nochmal hören, was der Pookie zu sagen hat. Beziehungsweise ich habe auch schon den Pookie, aber den hören wir nachher an. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Jetzt muss ich gerade mal anschauen. Genug gedeckelt. Vielleicht kann man nicht aufmachen. Hallo? Geht nach Rauschliste. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Okay, gehen wir mal hinter die Limousine. Oder zur Limousine. Von Dr. Marcel. Schick. Scheinwerfer-Limousine. Ich habe irgendwie Schiss, dass da ein Alarm lang eingeht. Ich weiß, da war irgendwas. Ersatzreifen vors Haus. Ersatzreifen, den können wir doch bestimmt nehmen. Oh oh, scheiße. Oh oh. Wer war das? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal doch nach da hinten. Wir brauchen einen Reifen für das Auto hier. Das wird wahrscheinlich unser... Zen-Garten. Da ist auf einmal ein Zen-Garten in der Anstalt drin. Ja. Wir brauchen nämlich einen Reifen für unser Vehikel, also für unser Auto, damit wir flüchten können. Das ist schon ein guter Reifen, aber den müssen wir irgendwie größer kriegen. So, hinters Haus, Fenster, hinters Haus, also ist alles hinters Haus. Ein Zen-Garten. Zen-Garten hier. So, dann können wir hingehen zum Zen-Garten. Hallo? Was machst du? Sieht nach einem Rätsel aus, aber damit kann ich mir gerade überhaupt nichts anfangen, also gehen wir gleich wieder raus. Ganz aber... Oh Gott, kann ich auch so hin tun? Nee. Ich weiß nicht, was das heißen soll, deswegen... Das bringt uns jetzt eigentlich relativ wenig. Sammeln noch ein Vogeltränke. Da geht's zum Tor. Da geht's über... Vogeltränke, damit können wir wahrscheinlich jetzt noch nichts großartig machen, denke ich. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt alles machen soll, jetzt bin ich da draußen, aber... Ja. Mal.
Geh zu Wachturm. Oh. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Noch nicht. Da kann man rein, aber... Ob es uns jetzt schon was bringt. Ich klicke hier und die läuft da. Okay. Das hier, das Vehikel. Oder beziehungsweise das Auto. Weg. Hier, gibt's irgendwas? Kaugummi. Das ist ein Kaugummi. Oh Gott. Jetzt guck mal, diesen versifften Kaugummi. Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Entweder das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Njam. Oder beides. Okay. Ja, ich habe echt keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Haben wir irgendwas vergessen? Starthilfekabel, das brauchen wir wahrscheinlich, um das Auto anzuschmachen, aber da fehlt ja noch was. Batterie oder so, was dann? Ein Topf, wir haben noch eine Gabel. Topflampe wahrscheinlich nicht mehr oder nicht mehr. Nicht gerade jetzt. Strohhalm. Schraubenschlüssel wahrscheinlich, um die Dinger zu montieren. Und ein Rad. Formular. Puh. Okay, jetzt. Ich habe null Ahnung. Mal drin. Wer bist du denn? Mit dem mal reden oder ist das gefährlich? Mit Koch. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Oh Mann. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Oh Gott, okay. Hier ist der Speiseplan. Was gibt's denn schönes zu essen? Oh nein, Rätsel. Was stimmt halt, dieser Wünsch-dir-was-Tag oder so. Brei, Hähnchen, Kartoffeln, Getreideklöße, Mokka-Pudding. Ja, was bringt uns das jetzt schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Adrian, Kartoffeln, Brei, Hähnchen, das ist ein Mokka-Pudding. Ich hab keinen Plan. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo man das... Moment. Nee, okay. Ich dachte, vielleicht hat es auch wieder was mit den Akten zu tun, aber Professor Nock und Moody hatten wir ja gar nicht. Tja. Kann man da rein verstecken? Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Oh, okay. Ja, schön. Gibt auch nichts. Fuß, Hotimoti, Trolli. Fuß. Also der ist jetzt jeder als Einzelnes. Der haben das, die anderen das, der haben das. Ich sage mir, mal nicht so zufrieden aus, so ein Gefühl. Oder ganz normal, ich weiß nicht. Der Adrian, der guckt zum Beispiel so komisch, okay, der guckt immer komisch. Sieht auch nicht gerade so begeistert aus. Moti Moti, können wir den noch reden? Hey! Psst! Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zum Essen?
Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Okay, wir müssen also mal probieren. Na, wie ich mir schon gedacht habe, dass die irgendwie alle happy sind. Oder sonst was. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Aha, das hier ein... okay. Ich verkriech mich dann mal wieder. Und irgendwie hier am Fuß machen oder so. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal den Fuß benutzen. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. So, vielleicht am Fuß kloppen? Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen... Ja, okay. Komm hier wieder zurück hier. Das heißt, wir müssen irgendwie probieren, aber... Wir können natürlich alles so random machen, wobei es sind 5 Stück, das ist schon irgendwie klappen. Wenn wir jetzt dem Peter, sagen wir mal, die Getreideklöße geben. Und die Kartoffeln geben wir dem Bienenmann und dem Mokka-Pudding geben wir Roti und Moti. Und Adrians Hähnchen und Professor Snack hat immer noch das Brei. Da muss man das tauschen, das nochmal. Gucken, ob das irgendwas bringt. Könnte klappen. Ja, ja. Aber Professor Nox sieht jetzt schon mal fröhlich aus. Aber ja, da sieht es auch nicht gerade happy aus und Emoti auch nicht. Aber Professor Nox sieht gut happy aus. Das ist schon mal gut. Also es müssen wir schon irgendwie schauen, dass jeder sein Lieblingsessen bekommt. Okay. Professor Nock hat seins. Er hat das Hähnchen. Peter Mokka-Pudding. Und Adrian Getreideklöße. Bienenmann den Brei und Hotimoti Kartoffeln. Probier es nochmal. Das könnte klappen, Dirk. Ja, ja. Immer noch nicht happy, aber ich weiß nicht, ob man das großartig sieht. Bei ihm sieht man es, aber beim Rest sieht man es jetzt nicht so großartig. Vielleicht. Also war vielleicht meine Vermutung doch falsch. Mokka-Pudding im Bienenmann. Aber... Mokka-Pudding, der mag doch... Ich weiß nicht, was wir jetzt schon alles hatten. Kartoffeln hatten wir aber schon an... Ich probiere einfach mal aus. Das Der Bienenmann wackelt jetzt, glaube ich, mehr mit dem Fuß. Ich glaube, der ist zufrieden. Produziert Ohrenschmalz. Wegen Mokka. Ich habe das Gefühl, der ist schon der... Naja. Aber der Rest sieht doch alles normal aus. Der stochert auch nur mütlich rum. Die gucken halt, ja... Mann. Ich sollte mir das vielleicht am besten aufschreiben, was ich alles schon gemacht habe. Ja, sehr schön. Egal. Schreibe ich mir kurz auf, jetzt ab jetzt. Warte. Peter. Hoti und Moti. Artikel H&M. Adrian. Nock. Und Bienenmann. So, der Peter, also der Nock scheint sich schon zumindest zu freuen auf Hähnchen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nichts großartig machen. Hoffe ich zumindest.
Der Bienenmann hat auch seinen Mokka-Pudding. Es gibt noch Kartoffelbrei und Getreideklöße. Also Peter hat jetzt gerade Getreideklöße. Mutti und Mutti hatten Brei. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Adrian hatte Kartoffeln. So, was hat mir noch nicht? Hat mir Kartoffeln schon hier? Wahrscheinlich schon. Egal, ich hole jetzt einfach alles mal aus. Gucken, ob sich da irgendwas ändert. Das habe ich gedacht, ändert sich die Fratzen, aber wenn da jetzt das könnte klappen. Fuß da bewegt, dann muss ich ja voll aufpassen, damit alles. Puh, sind genau gleich aus wie vorher auch. Hä, ich verstehe es gar nicht echt. Zack, zack, zack. Irgendwas mache ich. Das könnte klappen. Die sehen alle genau gleich aus wie vorher auch. Sieht man kein Lächeln, man sieht kein Nichts. Nur die hier freuen sich. Ich verstehe es nicht, aber ich keine Ahnung. Irgendwas falsch, müsste es wahrscheinlich irgendwas anders machen als mal wieder hier am Anfang, wie wir vorher hatten. Mit zwei Kartoffeln muss schauen. Das könnte ja bla bla. Also ist er noch wieder unzufrieden. Aber dafür freut er sich, oder? Freut er sich oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube schon. Oder wollen die alle Hühnchen haben oder? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Mit Peter den Hähnchen geben. Aber Hähnchen gucken die irgendwie alle anders. Bloß der Peter nicht. Kann mir noch nichts von mir geben oder so, Ketchup ein bisschen. Mit bloßen Händen viel. Oder mehr Gabel reinpieksen, genau. Bevor ich anfange. Ja, ich hab doch einen Plan. Oder muss ich jetzt erstmal noch mit denen reden? Hey! Nee, reden. Ich verklick. Jetzt guckt der so dumm da rum. Ja, Gabel pieksen, das wäre doch was. Aber bevor ich an. Ich hab doch einen Plan. Messer glaube ich jetzt ja auch nicht. Bevor ich anfange. Blablabla. Mit dem Stuhlbein. Bevor ich an. Also irgendwie wird das hier gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass mir glaube ich insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst,
und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm, der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Das finde ich gut. Ja, jetzt gucken wir mal, beziehungsweise Bienenmann die Kartoffeln geht.